Test, Test. So, lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Tja, wir sind im Part 89, oder? Ja! Und müssen durch den magischen Gang zurückgehen. Wir haben die Erinnerung von Dingsbums gesehen und beim letzten Mal hat die... Ah, die eine Dame. Ist schon ein Tag her. Weißt du, ich bin so durch mit diesen ganzen Games. Und versuche die alle so ein bisschen... reinzukriegen. Auf jeden Fall hat uns dieser Typ da, dieser Bakar, ordentlich gezeigt, was abgeht. Und das war ein wenig die Höhle krass. Unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Isidora, genau. Sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird... dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Hey, die Frage ist, habe ich die? Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Das hoffe ich auch. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Ich glaube, die Weasley ist nicht ohne. Die ist gar nicht so... Die ist gar nicht so blöd. Aber der Black, der gefällt mir nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er auf der Seite von den Kobolden ist. Ich mach hiermit mal weiter. Komm. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und dementsprechend möchte ich gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann. Ich nehme echt die Schnellreise, sonst frisst das Spiel viel zu lange. Obwohl ich sagen muss, so offscreen zu spielen, finde ich gar nicht so schlimm im Stream oder für den Stream oder für Let's Plays oder Aufnahmen zu spielen, finde ich dann schon eher ein bisschen schwierig. Ah, das ist wirklich schwierig. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Entschuldigung. Sebastian.
Unfassbar, dass mein Onkel Feldcraft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir schaffen das. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Okay. Hier war doch eben... Warte mal, ich gucke einfach nach den Aufträgen, das passt schon. Zauberstabbeherrschung. Erscheinungsbilder. Finde den Schatz anhand der musikalischen Karte. Achso, ja, nee. Erpresserische Absichten. Nettie hat mir noch eine Eule geschickt. Sie meinte, dass ich ohne das Wissen ihrer Mutter wegschleichen kann. Ich soll sie in Hogsmeade treffen. Ja, das machen wir später. Vielleicht später. Ich könnte hier nochmal gucken, nach der Poppy. Und dann kann ich warten, bis ich die Eule bekomme. Naja, will ich mal gucken. Ich glaube, die ist bei den Tiergehegen. Ich meine, wir haben das Drachenei ja gerettet. Ich muss die anderen Parts vor allem auch noch hochladen. Vielleicht sollte ich auch mal nochmal... Ja, bei Merlins Prüfung bin ich mir selbst nicht so ganz sicher. Herausforderung... Erkundung. Altmagie-Kampfbelohnung. Ja, zusätzliche Kapazität für deine Magieanzeige. Ja, das ist eigentlich... erfinde alle Überreste alter Magie. Okay. Besen. Blitzschnellbesen. Nachttänzerbesen. Schließe zwei Landeplattformen ab. Uniform des Mannschaftskapitäns. Das sind... Hier... 14 Prüfung Merlins. Ich weiß nicht, diese Herausforderungsquests sind alle irgendwie. Hat noch nicht mal wehgetan. Gut, warum auch? Wir sind Zauberer, also. Nee. Kohle, 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 Kohle. Lumos. Protego. Ja, wir müssen jetzt gegen sie kämpfen. Ich will mein nicht Glück, mehr. Dir geht's gut. Ach, Poppy.
Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Stimmt, die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey, Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Okay. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den ganzen Scheiß vorher machen können. Frage nach seiner Meinung. Erpresserische Absichten. Sprich mit Nettie. Finde die restlichen Hausmagen, die sich in Hogwarts befinden. Anhand von Henriettes Karte. Das ist Besen, ne? Albie hat erzählt, dass die Melder sicher die Daten zu bekommen. In den Besenprüfungen teilnehmen. Ja, Glocke und alles. Der Mann hinter den Monden. Ah, gib Girl die Monde wird diese zurück. Ich kann die Monde von den Statuen nur nachts einsammeln. Ah. Okay, Achso, Weltkarte. Gibt's hier keinen? Hallo, Hogsmeade, danke. Ich will erstmal mit ihr sprechen, um zu gucken, was sie davon hält. Vielleicht ist es ja auch wieder so eine Quest, wo wir etwas ein bisschen, wo wir halt etwas warten müssen. Und dann kann ich ja immer noch mit Jamie Oliver reden. Ach, Hogsmeade, super. Oh, komm schon. Wenn der Zauberer, der gegen Wilderer und Kobolde und dunkle Magier kämpft. Aber gegen einen Baum habe ich verloren. Anne ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Jo. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten Rape, das hört sich falsch an. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs.
Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Nun gut, ich werde mit Ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Klar. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Entspann dich mal, Nettie. So, wenn die alle hier sind, obwohl ich echt eigentlich mit Sebastian weitermachen will. Na komm, das packen wir schon. Ich dachte, er spricht mit sich selbst. Das wäre eigentlich auch so eine coole Sache, dass man mit sich selbst spricht, aber eigentlich doch nicht, weil man irgendwie mit Geistern spricht, die andere nicht sehen können oder bis Astralwesen oder so. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Ja, ich weiß, dass sie hier ist. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rabe. Kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iskos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Ah, super. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde?